Heute gibt es Zirkel, selber gebauter Holzzirkel Teil 2. Es wird auch noch einen Teil 3 geben, aber der dauert ein bisschen. Das kann ich euch dann hinterher sagen, warum, aber erst wenn der Teil 3 soweit fertig ist. Ich habe jetzt hier mal vorbereitet ein paar so Holzleisten. Da habe ich einfach Dachlatten rausgesucht mit wenig oder gar keinen Ästen drin. Habe die durch die Hobelmaschine laufen lassen und habe hier solche Leisten draus gehobelt, die ich dann hinterher noch einigermaßen abgeschliffen habe. Und habe jetzt hier solche Pärchen gebildet. Ich habe auch die Leisten hier am Ende immer abgeschliffen. Normal, wenn sie abgeschnitten sind, schauen sie so aus. Dann hier einfach noch die Kanten ein bisschen abschneiden und dann auf dem Bandschleifer rundschleifen. Und dann kriegen die hier eine ganz passable Form. Und jetzt haben wir hier also folgende Situation. Wir haben jetzt hier so ein Pärchen. Einmal das Pärchen mit der Spitze. Hier unten kommt jetzt dann ein Loch rein für den Nagel. Und auf der anderen Seite hier, das ist das Hölzchen, wo der Fuß drauf kommt, der dann den Bleistift festhält. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir als erstes mal hier diese Leisten bohren. Jetzt schauen wir mal, wie rum. Das sind halt immer Leisten und keine Präzisionshölzer. Also suchen wir mal, wie rum wir es zusammen machen. So ist am schönsten. Und jetzt werden wir die mal bohren, damit wir die Schrauben durchmachen können. Hier hinbohren in etwa. Ja. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ganz so unpraktisch ist mit diesem Laserzielkreuz, so unpraktisch ist das gar nicht, gerade bei Holz, wo man in der Regel nicht vorher ankörnt. Ist schön, wenn man den Laser sieht, wo man dann entsprechend mit dem Bohrer runterkommt. Das ist gar nicht so unpraktisch. So, dann werden wir hier mal unsere Schlossschrauben durchdrücken. Jetzt muss ich hier mal schauen. Auf der Seite, wo hier der Vierkant sich reinzieht, damit man das alles ohne Gegenkontern halten kann, darf man natürlich jetzt hier nicht zu groß bohren. Der muss sich jetzt hier reinziehen. Aber ob er das freiwillig macht oder ob wir da nachhelfen müssen, werden wir sehen. Ich brauche jetzt mal schnell eine Beilagscheibe. Dann holen wir hier ein paar Flügelmuttern. Ja, die hat es auch hinter sich. Ja, die hat es definitiv hinter sich. Ich kann mal versuchen, ob ich die nochmal schleifen kann, aber ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. So, einmal zusammendrehen und der erste Teil vom Zirkel ist soweit fertig. Jetzt schauen wir uns hier unten mal den zweiten Teil an. Der zweite Teil besteht hier aus diesen beiden Klötzchen, die hier zusammengespannt hier reinkommen. Und den werden wir jetzt auch einmal durchbohren. Da passt also jetzt hier der IKEA-Bleistift rein, den werden wir jetzt dann hinterher noch auf die passende Länge absägen. Und das Teil kommt jetzt hier drauf. Und auch hier müssen wir jetzt versuchen, das Ding erstmal wieder durchzudrücken. Sonst ist das zu kurz, aber diesmal machen wir einen Trick. Dieses Mal ziehen wir uns das Ding mit der Flügelmutter durch.
zieht es wunderbar rein. Und dann reicht es nämlich auch. Um jetzt hier noch das zweite Teil drauf zu setzen. Jetzt machen wir gleich mal das Thema Bleistift ablängen. Der Bleistift ist zu lang. Der muss in etwa auf die Länge gekürzt werden. Und dann hole ich gleich noch einen Nagel für die Spitze. Bleistift gekürzt, Nagel angeschliffen. Dabei festgestellt, dass beim Schleifen der Nagel heiß wird. Jetzt brauchen wir mal einen 3 mm Bohrer. So, weil der Nagel sollte 3,1 mm haben. Zwischenzeitlich können wir hier schon mal den Bleistift einspannen. Jawohl. Und jetzt sieht man hier auch das kleine Problem. Der geht hier nicht richtig zusammen. Und deswegen habe ich bei meinem anderen Zirkel hier, mal anzeichnen, wo das ist. Mit der Fächerscheibe von der Flex ein bisschen was rausgearbeitet. Und schon rutscht der Zirkel schön zu. Jetzt brauchen wir noch hier vorne das Loch. Ja, der geht ein bisschen streng rein, das ist gut, weil wenn er streng reingeht, geht er auch nicht von alleine wieder raus. Wenn wir jetzt dann mal mit dem Hammer noch ein bisschen reinklopfen und dann die Spitze nochmal nachschleifen. Ich habe gerade keinen Hammer da, aber eine Zange. Ja, recht viel mehr kann man eigentlich nicht sagen zu dem ganzen Thema. Jetzt ist der Zirkel fertig. Und in circa einer Woche, denke ich, gibt es noch einen Teil 3 dazu, weil ich habe mit dem jetzt hier noch eine Kleinigkeit vor. Aber das kann ich euch aus bestimmten Gründen erst zeigen, wenn ich es fertig habe. Ja, bis dahin, wie gesagt, das war mein Ursprungsmodell. Das ist Modell 2 und ich bin jetzt gerade noch über einem dritten Modell. Zirkel für große Radien. Immer wieder gern genommen. Eines der wirklich wichtigen Werkzeuge hier im Stall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Grund, warum ich immer sage, es kommt noch ein Teil 3 oder ihr erfahrt es später, war folgender. Das hat sich jetzt zeitlich etwas überschnitten. Ich hatte nicht die Zeit, den Zirkelvideo rechtzeitig zu schneiden. Und zwar habe ich einen der Zirkel für den Eddy gebaut. Da zeige ich euch jetzt hinterher noch, wie er beschriftet ist und wo der Zirkel gelandet ist. Das hat euch das hat Edward in seinem Kanal ja schon selber gezeigt. Also das hat sich einfach jetzt zeitlich alles ein bisschen überschnitten.
So, ist schön geworden. Und jetzt machen wir noch einmal eine Ladung Klarlack drüber, dass das auf jeden Fall schön hält.